So. Prost. Sorry für die Anwesenden, aber ich habe meinen kurz ins Bett gebracht, damit er wieder weiter schläft. Ach, du bist auch weg. Ich war kurz jetzt gerade. Mir fehlt ein Redstone. Okay. Glaube ich. Ich habe hier in irgendeiner Kiste vier Stück. Hier, in der unteren. Ja, okay. So, ich habe ein Date mit der Hexe. Immer noch. Ja. Na dann. Versuch Nummer 5. Der Witch. Da ist sie schon. Könnt ihr mal treffen? Dankeschön. Haben wir noch Kabel? Ja, eigentlich schon. Könntest du mal aufhören, dich zu heilen? Oh. Das wird schon, das wird schon. Naja, mach dir mal keinen Stress. Nö, nö. Ich nehme dann mal die ganzen kaputten Waffen und so weiter mit. Naja, irgendwann tötest du die. Jo. Ja, du warst eine Fackel, ich hab's verstanden. Ist doch okay. Round 6. Wie? Ja, über dir, nicht bei mir. Also, ja. Ich glaube, da ist wieder einer gestorben. Ach, das bildest du dir nur ein. Okay. Na? Du, Schnitzel! Danke für die ganzen, für die Cytic Rocks und Mirko Hortmanns. Danke für die Abos, wenn ihr da seid. Warum? So. Finished. So. Was hat er für ein... Boah, 25 Fische schon. Meier, geht der ab? Wie? Der Fisherman. Der geht ja rund. Das sind wir Fische. Sag ich mal.
Wenn man den Tag gepackt. Wow! Feuerresistenzfisch. Jump Boost. Mein Gott, kannst du alle verticken. Ah ne, die Creeper, die sind ja also nicht mehr so freundlich gesonnen. Ne. Ah. Soll ich dir mal helfen? Wäre vielleicht eine Idee. Wo bist du denn? Gestorben dann? Bin jetzt unter unserer Dingens. X404 Z295. Hey, du wolltest nach Süden gehen. Ja. Das ist Süden. Die 104? Jo. Da hinten bist du. Genau. Komm mal. Er hat wieder eine Witch angeguckt. Ja. Wo ist er denn? Da ist er. Yep. Erwischt? Okay. Ja. Merci. Habe ich. Place more fields. Jetzt muss man das selber machen. Die faule Sumpfkuh. Tja. Ja, glaube ich ja nicht. Das glaube ich ja nicht. Das ist eine Kolonie, glaube ich, sogar. Hast du rein zufällig einen Rucksack eingesammelt? Nein. Scheiße. Ja, ich komme doch gleich. Boah. Nerv! Okay. Dann ist mein Rucksack Geschichte. Naja. Passiert. Ach ja, manchmal schon, ja. Ja, gehen wir halt nochmal kurz zurück. Oder die macht das selber, ey. Faule Stück. Glaube echt.
Na gut. Musik, weil ich das auf YouTube hochlade. Da wäre Musik einschalten schlecht. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit den ganzen angeblich GEMA-freien Sachen. Ich habe schon oft unbedingt nichts Gutes darüber gehört. Über gewisse Sachen. Was schlawinert denn da vorne einer beim Holzfäller? Was soll für einer hier? Traut sich was. Zieh dich doch. Raus aus der Hut! Genau. Halt so eine Sache, wie man damit umgeht. Also wie gesagt, ich bin vorsichtig, was sowas angeht, weil man kann sehr schnell einen Strike kriegen auf YouTube. Ja, wenn man einen Fehler macht. Und dafür ist mir Ja. der Kanal zu schade. Wenn ich jetzt nur Twitch streamen würde und ich würde das auch nur auf Twitch lassen, dann könnte ich es machen. Da wäre dann nicht das Problem. Boah, ich bin noch dabei, Olga. Ey, bleib doch mal geschmeidig. Was ist denn los mit dir? Jo. Ach, schon wieder eine. Ich hab's gehört. Ich kenne mehrere, die diese, wie gesagt, angeblich GEMA-freien Sachen haben. Aber wie gesagt, ich bin da vorsichtig, was das anbelangt. Weil da kann auch, du kannst auch Probleme kriegen, wenn gewisse Samples da drin sind. Ich habe das schon oft genug gehabt, einfach nur bei Spielen, wo der Spielsound drin ist, dass ich da einen Claim gekriegt habe. Erstmal kriegt man ja erstmal nur einen Claim und dann kommt der Strike, wenn man da nicht gegen angehen kann, also der Einspruch nicht stattgegeben wird. Und No Copyright heißt nicht unbedingt, dass man sie benutzen darf. Dann gibt es noch diese ich habe mich da ein bisschen schon mit auseinandergesetzt. Dann gibt es noch diese, ja, wie nennt man das? Dann muss man die erwähnen, zum Beispiel, die Leute in den Titeln oder so. Und solche Geschichten. Wie gesagt, muss jeder selber wissen. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Weil, wie gesagt, ich stream zwar, klar, ich könnte theoretisch Musik machen. Was aber auch noch ein Problem ist, wenn das im Stream Musik ist, die. Ach, ich habe noch ein Backpack, sehe ich gerade. Oh, wo habt ihr denn Ah, eine? okay. Ja, Dann. pack's mal in die Kiste. Genau, die Olga braucht Arbeit. Ja. Der ist richtig. Aber die Alte macht ja hier nichts. Man muss ja erstmal wachsen, denke ich mal. Jo. Bei YouTube muss man, bei Ja, YouTube drauf. Stream muss man auch aufpassen mit Musik. Weil da kann der Stream auch ganz schnell ausgeschaltet werden von YouTube. Wenn das Musik ist, die nicht GEMA-frei ist. Ich hab's in die Kiste neben den Drawern gepackt. Okay. Dankeschön. So. So, dann haben wir das auch fertig. Da ist die Farm unten auch aktiv, hoffe ich. Der Resource Miner sollte laufen, hoffe ich. Ich hoffe, ich habe das richtig angeschlossen, das Ding. Nö. Warum läuft's ja nicht? Braucht er nicht bestimmt eine Menge an Strom, bevor er macht? Kann das vielleicht sein, dass die beiden Capacitor Banks nicht zusammenhängen?
weil da zwei verschiedene sind? Die rechte ist der, also die große ist die, wo ausgibt. Die andere habe ich nur dran gehängt, damit sie sich leer lädt. In die neue. Kann sie auch nicht gehen. Hm. Ich pack die mal in die Kiste, ne, die andere. Ja. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum geht das nicht? Klar, dass das nicht geht. Jo. Ach, guck mal, da kommt doch was. Hardened Stone haben wir schon gekriegt. Hey. Dann geht doch. Danke, Sniffy. Mal wieder. Für den Loot. Stimmt, den kann man alle, jede Viertelstunde kann man das machen. So. Noch mal weiter. Was haben wir denn da? Glaskuppel. Ein Häuschen. Gehen wir nochmal zum Häuschen. Melon, Canola, Potato. Canola wächst überall. Potato. Hm. Melon. Ja gut, wir könnten ja wieder die Ölproduktion von Actually Editions nehmen. Oh, wow. Ja, nicht die gedingste, sondern die normale einfach nur. Also jetzt kommt der Ohrmeiner, ja. Da braucht man auch dieses Mika für. Mhm. Dankeschön. Na, ihr beiden könntet ihr mal aufschlagen. So. Na, geht doch.